Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein nettes kleines Toy, das wir hier im Kobold-Konvent ergattern können. Und zwar befinden wir uns einmal im dritten Gebiet, das Azurblaue Gebirge, und dann hier beim Kobold-Konvent. Hier ist es aber nicht so, dass wir unten bei den Mobs sind, sondern ganz, ganz weit oben im Turm. Und warte mal, ich zeige euch das jetzt mal. Also hier unten ist der Kobold-Konvent und hier oben in dem Turm sind wir. Und hier, wo ich jetzt gerade stehe, wird euch dann eine Quest angezeigt, aber nur, wenn ihr oben steht. Ich habe euch jetzt zufällig gefunden, wo ich diese Flaggen gemacht habe. Und dann haben wir hier eine Quest, die ihr annehmen könnt. Da müsst ihr dann so ein paar Verbände holen, dem geben. Und dann gibt es noch 3, 4 Folgequests, wo ihr hier so ein paar Runen zeichnen dürft. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr diese Quest am Ende abgeben nach 3, 4 Quests und bekommt dann ein Spielzeug dadurch. Wie gesagt, ihr müsst hier wirklich hochfliegen, sonst seht ihr von unten die Quest nicht angezeigt. Das Spielzeug schimpft sich dann einigermaßen stabilisierte Arcana und das können wir mal lernen, beziehungsweise uns anschauen, was das macht. Beschwört außerhalb des Kobold-Konvents eine Arkankugel und ich vermute mal, dass hier ist auch Kobold-Konvent noch, dass das hier nicht funktionieren wird, aber wir testen es einfach mal. Ah, das können wir hier nicht verwenden. Heißt, wir müssen jetzt ein bisschen wegfliegen. Und, ups, jetzt bleibe ich hier mit meinem Drachen hängen. Flatter mal einfach mal ein bisschen da runter und dann testen wir das Teil mal. Ich vermute, dass das so eine Kugel ist, wo man dementsprechend diese Ability auswählen muss. Und dementsprechend sollte man das da nicht benutzen, sonst kann man da ein bisschen Leute tricksen mit, ne? So, okay. Also, wir landen hier einmal, setzen das Ding einmal ein. Und ja, es ist so eine Kugel. Oh, man kann dann auch was auswählen. Versucht Verwandlung zu wirken, beschwört ein Spiegelbild in eurer Nähe. Wir machen mal die Verwandlung. Oh, jetzt bin ich ein Entchen. Schau mal an. Süßes kleines Entchen. Ja, nicht schlecht. Ja gut, das war's eigentlich schon anstelle mit dem Toy. Das andere können wir wahrscheinlich dann jetzt noch nicht ausprobieren, weil wir jetzt ein bisschen Cooldown auf das Ding haben werden. Ja, eine Stunde leider. Okay, sehr schade, aber ist ein nützliches kleines Toy. Während wir das Entchen sind, können wir uns leider nicht bewegen. Also leider können wir nicht als Entchen rumgurken. Und ja, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Wie gesagt, oben auf den Turm fliegen und dann dementsprechend die Packquests machen. Dann müsstet ihr nach 3, 4 Quests das Toy kriegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.